Hallo, liebe Freunde der Sonnenblumen, hier sind wir wieder bei Garden Witch Live und wir machen mal weiter mit unserer kleinen Hexe. So, ich wollte mich erstmal umziehen ein bisschen. Es ist ja jetzt Herbst, ein bisschen kühler geworden und mit einem kurzen Röckchen hier mal rumlaufen. Ich hatte diese Wand eingestellt, aber ja, hier ist noch, das ist so, ja, hier ist noch Krempel im Raum. So, wir brauchen mal was anderes an Klamotten, Freunde. So ein bisschen was Wärmeres. Was haben wir denn hier? So ein Pulloverchen ist doch ganz nett. Da freut sie sich schon drauf. Und vielleicht eine Hose. Irgendwie. Oder das hier. Das sieht aber sehr noch eher nach Pyjama aus. Ein bisschen. Wir müssen auch noch was arbeiten, Freunde. Das ist nicht nur Spaß hier. So, das sieht so noch ein bisschen geflickt aus. Irgendwie. Aber geht auch. Und vielleicht noch ein paar, eine ordentliche Strumpfhose hier. So was Helles passt ja dann ganz gut. Und ein paar stabile Schuhe oder so. Ja. So, dann haben wir das schon mal. Was ist das hier eigentlich? Dann hat sie ein Katzenschwänzchen. Oh, diese Puffhosen. So interessant, ja. Little Lady, wir können hier auch mit unserer Lederhose rumlaufen. Jetzt machen wir jetzt aber nicht. Das finde ich eigentlich auch ganz niedlich hier. Das passt übrigens auch zu einer Gärtnerin. Wir sind eigentlich mehr Gärtnerin als Hexe. Also das Hexenthema kommt ja hier ja relativ spät erst rein. Was haben wir denn hier alles jetzt? Wir können uns hier so ein Blatt um den Kopf. Ich weiß nicht. Die Rosenkönigin, das geht auch. Hier mit Universum am Schädel. Nee. I'm your personal Jesus. Das ist auch nicht so ganz meins hier. Nee. Ja. Der Pilzhut. Nee, wir sind nicht aus Super Mario. Ich nehme sowas. Ein bisschen mehr hexenmäßig. Was haben wir denn hier? Die Ohrringe kommen eigentlich auch nie zur Geltung so richtig, ne? Ah, jetzt so Klipse, das sieht mir ein bisschen moderner aus. Man sieht es eigentlich kaum, ne? Ist auch wurscht. So, Ohrringe. Hut ist immer gut. Was ist das hier? So, Kirk, Schim, Blidl, Dö. Ist eigentlich auch wurscht. Okay, dann haben wir das. So, dann haben wir uns jetzt hier mal wieder ein bisschen herbstlicher angezogen. Ups, dann sind wir auch schon direkt draußen. Juhu! So! Ja, wir müssen. Die Batterie ist jetzt aufgeladen. Das heißt, wir müssen jetzt schleunigst mal in die Mine und dieses Ding da, hallo Schnecki, vertreiben. So, dann müssen wir mal gießen. Außerdem also, habe ich hier so einen Kiefernsamen gemacht. Aus verschiedenen von diesen Kieferndingern kann man dann einen Baumsamen bekommen. Und die kann man dann hier schön pflanzen. Plump. Und dann kriegen wir hier unseren... Warst du nicht schon? Du bist ja steichelgierig. Hör auf. So, dann können wir hier noch ein bisschen Erde draufschmeißen. Was ist das? Oregano. Ach, der blüht. Auch schön eigentlich. So, mein Gott. Hier ist hier wieder die reinste Schneckenplage. Was habt ihr wieder hier fabriziert? Dreimal Schleim. Bob und Peter sind ganz schön fleißig. Hätte ich gar nicht gedacht. So. Können wir hier mal noch ein bisschen... Schlampi-Pampi. Kaninchen. Ja. Sieht's hier aus. Ich brauche aber dringend noch Löwenzahn. Beziehungsweise Kamillenblüten. Ich hab einige Löwenzahnblüten jetzt gefunden. Mir fehlt aber noch einiges. Ah, Lavendel ist fertig. Oh. So groß. Lavendelsamen. Okay. Können wir die auch wieder einpflanzen? Dann machen wir sie wieder hier hin. Pflanzen hier kommen ja gut zusammen. Lavendelblüten sind ja ein schönes Geschenk für Tin, wie wir jetzt gemerkt haben. Machen wir noch ein bisschen Musik. So, hier wächst das Gras. Okay. Okay. Ah, hier. Nehmen wir nochmal eine Lavendelblüte mit. Das kann man nochmal schön verschenken. Dieses komische Zeug wächst hier auch immer noch. Okay, morgens ist das hier fertig. Hier wächst auch eine Kiefer. Wie alt ist die eigentlich? Ah, noch 3 Tage, dann ist die ausgewachsen. Aber vorher lohnt sich das auch nicht, damit was zu machen. Was ist das für ein Krautthymian? Die ist schon wieder mit durch hier, weil ich hier alles gepflanzt habe hier. Noch ein Bläschen. Was ist das hier Merkwürdiges? Ah, der Rotkohl. Der fällt auf, ja. So, hier habe ich Kamille. Ah, es dauert leider ein bisschen, bis die mal fertig ist.
Ich muss hier ein bisschen Erde draufschmeißen. Jetzt geht es ein bisschen schneller. Okay, hier können wir auch noch mal ein bisschen Erde verbreiten. Ich denke, das bin vielleicht was. Wächst hier? Achso, das ist unser kleiner, mein kleiner Baum. So, hier haben wir das ganze Gras gepflanzt. So, Blinchen. So, ein bisschen gießen. Hier habe ich auch nochmal Gras gepflanzt. Was Zeug brauche ich? So. Blinchen, aus dem Weg. So. Löwenzahn haben wir immer noch. Gut. Hier haben wir genug Gedöns jetzt. Das hier ist auch fertige Lavendel. Ja, da kriege ich wieder nur Samen. Ich will aber nicht nur Samen. Das dauert noch. Hier kriegen wir eine Oregano-Blüte. Immer mit. So, das ist auch fertig. Okay, der ist auch relativ groß geworden jetzt langsam, der Orangenbaum. Und da gibt es irgendwann Orangen, mitten im Winter wahrscheinlich, keine Ahnung. Wo, Bob, Peter. So, hier auch nochmal streicheln. Zack. Okay, das kann doch ruhig da was drin bleiben. Was ist hier mit der Sonnenblume? Ah, jetzt haben wir eine Sonnenblume. Sieht aus wie eine Sonne mit einem schwarzen Loch. Ah. Okay, gut, gut, gut. Aber ja. So. Würde ich das hier noch Tin geben? Dann müssen wir mal gucken, dass wir noch Blüten kriegen hier, Freunde. Ich brauche Blüten. Geht hier ab. Hallöchen. Ich habe ein Geschenk für dich. Lavendel. So, bitteschön. Plus 25. Sehr schön. So, dann haben wir das mit dir hier eigentlich schon relativ gut durch. So, dann müssen wir mal hier in die Mine. Wump. So, wo müssen wir jetzt hin? Gerade gucken. Da, ne? Okay. So, dann haben wir gerade mal die... hier. Fledermäuse erschreckt. Ist denn... Da ist das. Fumm! Diese geht auch. Ha! So, Freunde. So, jetzt hier. Wie geht das jetzt? Was ist denn hier dieses Teil? Irgendwas machen. Jetzt? Ich dachte, ich muss das hier irgendwie einsetzen. Ja, berührt haben wir das ja. Aufgeladen. Ja, und jetzt? Wie lautet denn die Mission? Versuche das Tor der Minen zu aktivieren. Das hierfür gar nicht, oder was? Okay. Das ist doch komplizierter, als ich gedacht habe. Ja, wir können jetzt halt hier durchlaufen. Komische Konstruktion. Wer hat das hier gebaut? Aber hier muss man echt viel rumschwimmen, bis man mal die ganzen Tore entdeckt. So ein bisschen auf Zufall auch. Ne? Okay, ich dachte, man muss das da einsetzen. Na gut, dann ist das nicht so. Nicht irgendwo an Land? Nee, ne? Nicht da.
Hier unten. Fest jetzt. Oh, jetzt hat es angelassen. Das ist nicht so schön. So. Das ist der. Also das muss da drüben dann sein, ne? So, dann können wir noch mal ein bisschen was hier. So, können wir die dann nur da drüben benutzen, wenn ich das richtig verstehe. Das ist ja doof. Okay. Aber wie komme ich denn da hin? Okay. Das ist ja noch das Problem. Man kommt ja nicht dahin. Da war das jetzt relativ unnütz, dass wir diese Batterie gefunden haben. Weil wir können jetzt ja noch gar nichts mitmachen. Also das Tor der Mine dreimal. Jetzt hier nichts machen, weil wenn ich da drüber komme, weil diese dämliche Brücke funktioniert ja nicht so wirklich, wie ich mir das vorgestellt habe. Da ist ja auch nur eine Sackgasse. Und wir kommen ja da nicht hin, ne? Ist ja das Problem. Ja, man kann hier hinlaufen. Aber das bringt mich ja auch nicht weiter. Dann komme ich zwar dahin. Mit dem Tor waren wir aber schon. Da können wir ja auch nichts machen. Das war ja eins von diesen Kanaldingern hier. Okay. Tja. Wie kommt man da hoch? Das Ding kannst du auch nur von oben aktivieren, dieses Teil da. Gut, dass hier keinen Fallschaden gibt, dann sind wir schon längst hinüber hier. Wie unten irgendwo hin? Nee, ne? Oh, hier ist eine Truhe. Dunkler, sechseckiger Tisch. Okay. Wenn man damit macht. Komm nicht weiter. Okay. Das war jetzt für eine Truhe das Versteck hier. Na gut, gut, kann man machen. Das Ding da unten kann man nicht benutzen. Komm hier nicht hoch. Ja, dann ist halt hier alles relativ überflüssig hier, ne? Was wir hier machen. Uff. Uff, uff. Gut. Ja, gut. Dann können wir auch abhauen hier. Das ist ja. Da haben wir ja nichts von hier. Gut, dann gehen wir mal.
Ja, wir kommen hier nicht weiter. Können wir wahrscheinlich da drüben erst hin, wenn wir einen Besen haben. Dann werden wir wahrscheinlich diese Batterie benutzen müssen. Na gut, dann ist das so. Dann dauert das noch eine ziemliche Weile, weil bis ich mal den Besen habe. Boah. Das braucht ja auch noch. Oh, Kamillenblüten. Ha! Jetzt ist meine Mission wieder weg. Das ist auch ein bisschen doof immer. Okay, jetzt haben wir. Das lassen wir mal alles weg. Wir machen jetzt nur Baum des Wissens. So. Da konzentrieren wir uns erstmal drauf. Das andere können wir eh nichts machen. So, was haben wir hier noch für Blüten? Was ist das? Kleeblatt. So. Klee können wir auch gebrauchen. Ist ja nicht schlecht. So. Was haben wir hier noch? Oregano-Samen. Mein Gott, Samen haben wir echt genug davon jetzt. Ups, so. Das hier wächst ein Bäumchen. Das ist schon mal gut für Holz. Nehmen wir nochmal eine Brennnessel, oder? Jo. Na, lassen wir die mal. So, ich brauche noch 2 Kamillenblüten und 2 Löwenzahnblüten. Dann sind wir da fertig. Ah, das dauert aber. Das dauert aber, bis die hier gewachsen sind. Das dauert echt ewig. Und Löwenzahnblüten, ja. Das ist auch, hat auch länger nicht mehr geregnet. Vielleicht kriegen wir durch den Regen hier nochmal ein bisschen mehr Unkraut und so. Mittlerweile haben wir ja gar nicht mehr so viel Unkraut, sondern mehr Nutzpflanzen hier. Obwohl Unkraut ist ja auch nicht unbedingt schlecht. Das wird nur mal von Gärtnern so definiert. Hier ist nochmal ein Löwenzahn. Das braucht aber auch ewig. Shit. Das ist doof. Na gut. Mehr können wir dann heute auch nicht machen. Blumen hier. Das ist hier alles Knoblauch. Ne? Okay. Habe ich hier noch was? Das, ja, die normalen Samen. Habe ich auch einige von jetzt. Gucken wir mal. Kann ich hier nochmal unterbringen? Hier noch ein paar Samen. Tulpen, die wächst aber jetzt nicht. Rosmarin. Dann tun wir die mal hier rein. Schneeflöckchen. Ob man die auch verkaufen kann, ne? Mit den Kieselsteinpilzen kann man auch was machen. Stickt das nicht? Ja. Da brauche ich mal eine Reibe, glaube ich. Die müssen wir auch nochmal kaufen. Müssen wir aber morgen machen, können wir heute eh nicht mehr. Der Tag ist, die laufen mit dem Hut, hat sie irgendwie ein Problem, ja, mal. Da verschwinden die Haare, beziehungsweise der Hut verschwindet und die hat eine Glatze. Komisch. Karottensaft, Karotten haben wir gar nicht. Ja. Sternstaub, gefallener Stern, Salz. Gut, das kann man aus den Salzkristallblocken machen. Dann haben wir das auch. Kann man das so kaufen? Können wir mal ausprobieren. So, was kann man hier noch alles für merkwürdige Sachen machen? Kristallwandleuchte. Okay. Ein Herzbeistelltisch. Da brauchen wir Erdbeerpulver. Wie macht man das denn jetzt nochmal? Aus Erdbeermus. Und den Erdbeermus machen wir aus. Was? Erdbeerwürfeln. Das heißt, wir müssen erstmal Erdbeeren würfeln. Alter Falter, okay. Dann machen wir das mal. Okay, boah, ich habe schon wieder hier alles voll. Gut, Erdbeer, wo sind sie denn? Würfel. So. Chuck, 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 chuck. Oh, so ein Grünzeug kommt mit rein. Naja, ist egal. Schrob, 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 schrob. Yummy, yummy. So, dann hier einmal rühren. Wo ist mein Rühromat? Hier. Zack. Dann machen wir den Moos. Flop. Und den klatschen wir dann hier in die Wand, bis er trocken ist.
Dann hat man als Kinder mit Slime ja auch gemacht, an die Wand gepfropft und dann gewartet, bis er getrocknet ist. Und die Eltern waren dann nicht mehr so geil. Also die fanden das nicht so toll. So, dann können wir mal so ein Herzbeistelltischchen machen. Wäre ja auch ganz süß. Pilzpulver. Pilzpulver kann ich allerdings nicht an diesem Ding machen. Das ist dann wieder kompliziert. Komm, machen wir mal. So, dann haben wir mal ein ordentliches Möbelstück hier wenigstens. Selbst gefertigt. Zack. So. Machen wir mal wieder was Neues. Wie sieht denn das aus? Ja. Können wir so neben das Bett stellen. So. Zack. Dann können wir da auch draufstellen, denke ich mal. Warte mal. Wo ist denn mein Hämmerchen? Da. Keinen Platz für. Machen wir das mal weg hier alles. So, das Ding stellen wir dann dahin. Nehmen das Bett, wie sich das gehört. So. Noch irgendwo eine Kerze jetzt gerade gekriegt, oder? Wo ist die? Ah, das passt alles nicht ins Inventar. Wir haben noch ein bisschen Gras. Okay, das Gras können wir nochmal schön draußen in die Kaninchen verfüttern. Und dann ist das schon mal aus den Füßen. Was hat man noch? Hatte ich hier nicht Klee oder sowas? Da, dann können wir auch nochmal wegballern. So. So. So, was haben wir denn dann noch alles? Okay. Was sind jetzt die Cats? Hier haben wir die Sukkulente. So, die produzieren wir mal da. So, das Regal. Stellen wir nochmal. Naja. So. Aber gar keinen Platz mehr für ihn. Dann stellen wir jetzt hier hin. So. So, das ist das Stofftier. Schmeißen wir mal hier so aufs Bettchen. Und dann haben wir noch die Wachskerze. Die wollen ja eigentlich die ganze Zeit. Die stellen wir hier aufs Bett und dann machen wir unglaublich viel Licht. So, merkt man den Unterschied? Nein. Naja, gut. So, habe ich hier noch irgendwas hier? Den Frosch müssen wir noch platzieren. So, komm, sei kein Frosch, stellen wir dich hier mal oben hin. So, hier haben wir viel zu viele Hasen irgendwie. Noch irgendwas Dekoratives für das Regal da? Irgendwie nicht, glaube ich. Nö. Ja, gut. Zack, haben wir hier nochmal was, wo wir was reinschmeißen können, und den ganzen Schrumpf, den wir mit uns rumschleppen. Das müssen wir alles mal verkaufen. Das Ding habe ich noch. Ah, stimmt. Dieser komische Bärenbildschirm, wie das heißt. Ist der hier in die Wand? Jetzt zu viel Biegungen hier wahrscheinlich. Ja, das war. Stell mal da unten. Ich meine, irgendwas nützt das Ding eh nicht. Das ist immer nur Verzierung. Ja. Das ist es so. Gut, dann haben wir unser Bett wenigstens hier mit einem schönen kleinen Beistelltischchen. Das ist auch mal was. Und eine Riesenbeleuchtung. Ha. Wahnsinn. So, legen wir uns mal hin. Schnarch. Irgendwie hättest du da echt ein Problem mit diesem Hut. Hatte ich vorher nicht. Komisch. Nun gut. Jo. Kann hier noch irgendwas kochen für uns? Was sich hier lohnt. Da fehlen uns wieder so viele Sachen. Salbei. Ja, gut. Eigentlich komme ich so mit der Energie gut hin. Bräuchte ich irgendwie jetzt alles gar nicht. Und gucken wir mal, was die Blumen draußen sagen. So, Schneckchen sind wieder alle unterwegs hier. So. Kompost haben wir auch wieder reichlich. Gut, gut, gut.
Das können wir dann nochmal verkaufen. Ja, Peter, also fleißig gewesen. Jups, wir haben nochmal zwei Schleimklumpen. Dankeschön. Was ist der Bob eigentlich? Hey. Ja, der drängt sich beim Futtern vor. Okay, Peter. Eieiei. Hier ist der pennt noch. Okay. Dann soll schlafen. Cool. Ach, guck mal an, hier diese komischen Chili-Dinger. So, was habe ich jetzt davon? Das ist jetzt, was? Ein Schattenchili. Den könnte man jetzt so essen. Ja. Was macht das, wenn ich den esse? Verwandle ich mich dann in ein Schattenwesen oder was? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Na, Schnecki. So, was war hier noch? Wächst irgendwas? Ist das Gras oder was? Gras, ja. Das dauert noch ein bisschen. Mann, ich brauche Löwenzahn. Ich bin nur am Streicheln hier. Da kommst du gar nicht mehr. Wohnen. Da kommst du ja gar nicht mehr weiter. Ah, komm, wir gehen mal in den Ort. Was ist das dann da unten eigentlich? Ist das die eine Rübe, die wir gepflanzt haben? Ich glaube, das Gras ist schon schön hoch. Immer Grünschnitt. Das ist... Ah, die Gurke. Das ist jetzt eine Gurke? Ah, eingelegte Gurken und Gurkenwasser. Okay. Piment, ist der fertig? Okay. Und die rote Beete. Ah, das war das. Die wächst hier noch rot vor sich hin. Okay. Zack. Oh, hier sieht es ein bisschen trocken aus. Ne? Das hier ist jetzt Oregano. Ja, mal das mit für den Blüten noch zu kriegen. Zack. So, Lavendelsamen. Rosmarinsamen. Chili. Kann man das essen? Ja. Gut, merke ich jetzt nichts irgendwie, irgendwelche Effekte. Deshalb, ja, halt wie es ist. So, Oregano-Samen. Dann gehen wir noch mal ein bisschen ein paar Sachen verkaufen. Palem. Wenn noch irgendwas hier zum Oregano-Blüte, Knoblauch. Ja, diesmal haben wir jetzt nichts für unsere. Hier haben wir die Gurken. Die bestehen hauptsächlich aus Wasser. Warum schmecken sie dann so gut? Also mir nicht, aber das ist Geschmackssache. Das kann jeder halten, wie er will. So. Gucken wir mal. Was haben wir hier Schönes? Zack, zack, zack. Aha. Kristallsplitter, ja. Okay, den kann man also auch verkaufen. So, kann man das Salz verkaufen? Da habe ich reichlich von. Dann nehmen wir nochmal Kristallsplitter-Gedöns. Komm, fort damit. Glibberschleim ist auch mal gut. Hier haben wir nochmal Manchipam, dann haben wir nochmal Bohnensamen. Alles weg. Alles weg. Den Honig können wir auch noch verkaufen. So, dann ist das schon mal. Oder nee, verkaufen die Oregano-Samen. Weg ist weg. Weg ist weg. So, Freund. So, ne? Oh, hallo! So, ich habe ein Geschenk für dich. Das ist mit einem schönen Salzkristall. Siehst du? Naja. So, mal gucken. Das haben wir alles selber. Hafer könnte ich nochmal gebrauchen. Habe ich nicht viel. So, was haben wir denn hier noch? Grüner Teppich. Ich habe keine Baumwollkapseln. Baumwolle habe ich nie gepflanzt. Feentaupflanzenöl. Magischer Holzboden. Aber kriege ich dann...
ja, eine Kachel oder wie ist das? Keine Ahnung. Allerdings ist es auch ziemlich dunkel. Ich finde nicht so einen dunklen Belag in der Bude. Ne, ich muss ja erstmal Pilzpulver machen können. Da braucht man, glaube ich, diese Reibe mit Eisenbahnen und Brettern. Gib die Flocke, kriegst du Flocken. So ist so. Und jetzt sind wir pleite. Schön. Naja, die Reibe. So, jetzt können wir uns hier aufreiben im Ganzen. Aber gut. So. Gucken, und ich kann mir hier noch was verschenken. Hallo, miese Peter, wie geht's dir so? Aber Geschenk für dich. Wie war's denn mit einem schönen Stück Kupfer? So. Bei dem sind wir bald richtig fett im Minus. Mal sehen, ob die Programmierer sich dafür was ausgedacht haben. Ich sabotiere das hier. So. Das kann ich für dich tun. Ich habe ein Geschenk für dich. Ja, naja. Komm, wie wär's mit einer Gurke? Ist auch grün. Plötzlich. Was mag die Frau denn? Das ist ja. Na gut. Hat die noch was Leckeres für uns hier irgendwie? Apfelsaft? Nee, wir haben kein Geld dafür. Aber auch nichts Neues, oder? Okay. Na gut, aber wir haben noch mal ein bisschen was an der Freundschaft gearbeitet. Ja, so macht man das. Okay, so. Ja, uns fehlen einfach nur noch die Blüten. Natürlich mal machen können. Wir können noch mal ein bisschen mehr rum erforschen, weil wir unseren Teleporter im Keller ja noch gar nicht so wirklich benutzt. Da kommt man ja manchmal auch noch mal in seltsamen Gegenden. Vielleicht gibt es ja da noch irgendwo was. Wir haben ja noch so viele Eiskristallgeschichten oder irgendwie sowas. So, mit meiner goldenen... Genau, da kann ich diesen ganzen Krempel jetzt auch schneiden. Haha! Nehmt das! So! Zeugs! Sehr gut, dann können wir das hier ein bisschen freiräumen. Plop, plop, plop. Sehr gut. So, machen wir da nochmal Kompost raus. So, Grünschnitt, warte mal, Grünschnitt, ja. Brauche ich hier noch für irgendwas? Na gut, komm, Hafer. Wo setzen wir den noch hin? Vielleicht hier. Zack, Bums. So, Wachs, mein Freund, Wachs. Die Bienchen waren auch wieder fleißig wahrscheinlich. Jupp. Dann können wir nochmal Honig machen. Dann können wir auch nochmal verticken. So. Jetzt müssen wir dieses neue Dings bauen, was wir da haben. Also, was brauche ich nochmal für den Besen? Fliegenpilze, die haben wir noch nicht gefunden. Muss es also auch irgendwas geben? Ein Rosenbett. Ist das zum Schlafen oder ist das ein Beet? Oder ist falsch übersetzt? Man braucht ein Hochbett, Hochbeet dafür. Seltsam, seltsam. Okay. Eiskristallwandleuchte. So viel Krempel, wie man hier hat hier. Pilzpulver. Dunkler Beistelltisch. Man kann es hier richtig finster machen irgendwie. Aber eine Hexe ohne Besen, was bringt das? Ne? Das müsste man nicht früher kriegen. Na gut, Herbstgewürzregal. Naja. So, Schneckenhaus. Bräuchte man nochmal einen Baumstamm und etwas Grünschnitt für. Dann könnten wir das nochmal machen. Wir haben jetzt reichlich Schnecken. Dann machen wir mal die Reibe. Plum. So, wo stellen wir die jetzt hin? Hier auf unseren Ersatzarbeitstisch vielleicht. Und dann können wir uns einen reiben hier. Haha, Löwenzahnpulver kann man jetzt hier machen. Und Karottenpulver. Löwenzahn haben wir doch irgendwo. Warte mal, hier Löwenzahnwurzel. Zack. Okay, wie geht das jetzt? Oh, ah. So geht das. Okay. Karotten haben wir aber nicht. Dann haben wir... Weiß ich nicht. Jetzt habe ich aber auch Pilze. Kann ich die denn... Dachte, die könnte ich hier auch benutzen in der Reihe. Für Pilzpulver. Kalksteinpulver. Wofür brauche ich das? Keine Ahnung.
Hier in dem Trockenregal. Ja, hier kann man aus Kiefernbaum Samen einen Zapfen machen. Hier habe ich aber nichts für Pilze zu trocknen. Ich könnte höchstens Weintrauben zu Rosinen verarbeiten. Okay, keine Ahnung. Pilzscheiben kann man machen, ja. So, machen wir das aus den Pilzen. Haben wir das zumindest? Brauche hier mehr Fässer. Honig haben wir auch noch Zeug. Tulpenblüten. Okay. Dann machen wir die Pilzscheiben da rein. Die komischen Gurken. Der Piment. So, das ist das. Den einen Pilz, den wir da haben. Mal sehen, wenn da bestimmt noch ein paar dazukommen, schätze ich. So, haben wir das auch. Haben wir hier noch Platz? Ich brauche mehr Inventarplatz. Einfach, das ist... Ich weiß nicht mehr, wohin damit alles... Okay. Grünschnitt. Könnte ich eigentlich gebrauchen. Dann könnte man nochmal ein Häuschen für die Schnecken machen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Warte mal, ich muss nochmal... aus dem Weg! Lass mich durch, ich bin Hexe! So, was? Wie? Das war keine gute Idee, das hinzustellen da. Okay, dann machen wir nochmal Honig. Blablabla. Und nochmal. Blablabla. Sieht zwar immer aus wie Sahne, aber gut. Gibt nur die eine Animation. So, dann haben wir das. Nee, eigentlich wollte ich hier drin bleiben. Uff. Uff, so, wir müssen in den Keller. Da müssen wir da nach oben, um in den Keller zu kommen. Das war auch komisch, aber dieses Haus ist halt seltsam gebaut irgendwie. Könnten noch mal so ein Fässchen mitnehmen hier, ne? Ja. Ja. Auch Platz. So. Das nehmen wir mal einfach mit, das Weinfass. So, und jetzt verwenden. Oh, yippie! Feenwald zu Hause. Nee, wir müssen mal auf Expedition gehen. Expedition ins Feenreich. So. Zack. Komm, hier. Okay. Ups. Was ist denn hier? Okay. Das ist Gemüse. Oho. Was sind wir hier jetzt? Okay. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Was kann man jetzt hier machen? Wofür ist das gut? Kann ich hier Gras sehen oder so? Mähen irgendwie. Wofür muss ich hier rüberlaufen, wenn es da nichts gibt? Bin ich fast runtergefallen? Na ja. Bisschen Risiko ist immer. Gibt's nix. Hier gibt's nix. Wofür laufe ich dann hier rum? Da fliegt ein Baum. Ja, warum nicht? Oh. Diese Mauern zumindest. Können wir die abbauen? Nö. Ach, hier ist eine Truhe. Mit zwei. Okay, was war das jetzt? Eierschalen? Ja, gut. Warum nicht? Okay. Und das, was war da noch neu? Tauherz? Was ist das? Tauherzsamen. Den kann man jetzt nicht mehr pflanzen, weil das ist zu spät von der Jahreszeit. Gut. Gut, dann. Den Baum kann man nicht fällen hier. Okay, hier kann man offensichtlich wohl rüber. Hier hätte man rüber gekonnt. Hup! 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 Oh. Gut, einmal sind wir gestorben. Danke, Spiel, für das Vergnügen. So, komme ich hier rüber. Tja! Puls, ey. Falls sowas. Sowas. Was? Nee, das war keine Truhe. Hab ich nicht verguckt. So, hier kann man auch sonst nichts machen irgendwie.
Nö. Okay. Komm hier hoch. Na los, du Luder, fang an hier. So, hier kann man auch nichts machen. Es brummt hier irgendwie das Zeug. Hört sich jedenfalls so an. Ich sehe grün. Oh. Ist das gut? Hat das irgendwie Sinn? Nee. Ja. Oh gut, hier kann man noch weiter nach oben, oder was? Eine Frau will nach oben. Hm? Was brummt hier? Oh, wah! Oh, wah! Oh. Ach Gott, ey, wollte ich mich in den Wahnsinn treiben? Jetzt muss ich auch noch darüber springen. Uah. 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 Nur wegen dieser Truhe? Da muss aber jetzt ein Butterkekskissen und einen zentralen Beistelltisch. Den Tisch habe ich, glaube ich, schon. Ja, Hammer. Da ist noch was. Eine Truhe! Klang ein gewundenes Regal und ein gewelltes Regal. Halleluja, da kann ich jetzt Regale bauen hier. Könnt ihr die Kehre aufmachen. Okay, wofür ist das hier alles gut jetzt? Da ist noch eine Truhe. Ich krieg dich. Marshmallow-Bären-Sitzsack. Okay, süß. Ein Marshmallow-Bären-Sitzsack und noch irgendwelche komischen Samen. Das Jahr der Funkelblatt. Ah, guck mal, was wir sonst immer so finden. Das haben wir dann da. Aber komme ich jetzt hier wieder weg? Okay. Ah, das hätte man auch so finden können, wenn wir hier durchgelaufen. Ah. Raffiniert. So, wie komme ich jetzt hier wieder fort? Gott. Gott, Gott. Kann man denn hier wieder weg? Wieso macht das hier Platsch? Hier ist sogar kein Wasser. Oh. Also das war ja dieser sinnlose Baum. Da ist noch eine Truhe. Wie kommen wir denn da hin? Ja, ja. Okay. Viel Anlauf. Geronimo! Ja, nee. Das, da bräuchte man wahrscheinlich einen Besen. Hui! Fum. Aber wir können hier wieder zurück. Damit nicht abstürzen. Hier muss ja irgendwie... Ah, das ist unsere Plattform. So. So, da komme ich rüber. Da brauchst du einen Besen, vermute ich mal. Und dann flattern wir mal wieder zurück, würde ich mal sagen. Und dann gucken wir mal, wo wir noch hinkommen. Ob es hier noch einen anderen Ort gibt. Weil hier... hier kriegen wir ja die Rezepte. Hier haben wir einen riesen Wald. Was ist denn hier? Ist das eigentlich auf der Karte? Nee. Ah. Ja. Kann man hier die Bäume fällen? Oh, schade. Mann, jetzt gibt es hier so viel Holz. Wir haben nichts davon. Das ist ja gemein. Gut, hier haben wir eine Truhe. Und wir... ein Taucherz. Ja. 15 Brett, da hört er gerade mal auf. Was ist das hier? Eine Eichel. Wir können eine Eichelstehlampe machen. Okay. Aber wir haben zuerst mal einen Vogel gesehen. Oh, was ist das denn da? Eine fliegende Insel wieder? Guck mal, die kacken immer Sonnenblumenkerne aus, die Vögel in so hoch fliegen. Das ist auch merkwürdig. Ein Eulchen? Oh. Hm. Irgendwelche Blümchen, die man einsammeln kann hier? Nee. Oh. Eichelhammer. Hier haben wir noch Sonnenblumenkerne. Hä? Okay. Vögelchen. Ja. Das ist wieder so eins. Feder, Sonnenblumenkerne, Feder. Bisher auch noch nicht oft gefunden. Liegt doch nicht weg, kleines Vögelchen. Tut dir noch nichts. Gut, ich habe eine Axt in der Hand, aber das heißt nichts. Lasst euch davon noch nicht beeindrucken.
Ich tue doch gar nicht. Ich treffe sowieso nicht. So, hier auch nochmal Vögelchen. Ganz viel Vögelchen. Mhm. Also Blumen. Ja, gut, danke für die Federn. Dankeschön. Hallo Vögelchen. Okay. Die Krähen klingen, als hätte jemand es persönlich selber synchronisiert. Mach mal wie eine Krähe. Okay. Boah, wir sind ja reichlich Vögel. Guck dir das an. Halleluja. Okay, hier gibt es reichlich Vögel, aber Samen, das ist wahrscheinlich die Hauptressource, die wir dann hier bekommen. Sonnenblumenkerne kriegt man hier nochmal. Fragt sich, wie das im Winter ist. Ohne Truhe. Mein Gott, wie groß ist dieses Gebiet hier? Zimt und Kupferbarren. Das ist eine Kombination, mit der hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Ich kann die Kupferbarren nicht mehr aufnehmen, weil... Mist. Warum stickt das nicht? So, dann geht's doch. Blödes Programm. So. Was sind Kriegsstarter, diese Vögel hier? Hallo? Mäck, mäck, mäck. Federn? Was mache ich mit Federn? Hm. Ich will eine Federbohrer basteln vielleicht. Wenn wir mal ausgehen. Ach, es geht ja gar nicht. Gibt es kein Lokal. Oh, guck mal, hier haben wir voll die Gänseblümchen. Blümchen und Knoblauchknollen. Herrje. Herrje, herrje. Was machen wir denn jetzt hier? Shit. Vielleicht müssen wir mal was essen. Dann haben wir nochmal Platz hier. So ein Gänseblümchen. Kann man schon auch für irgendwas verwenden. So, jetzt haben wir hier reichlich Sonnenblumenkerne. Oh, komm, das Wasser brauchen wir eigentlich auch nicht hier. Kann man das hier wegschmeißen? Ach, man kann ja nichts wegschmeißen, ne? Ist auch das ein bisschen blöd gemacht. Kannst du was verbrauchen? Hm. Ich glaube, die ganze Blümchen haben. Mann, wenn es hier schon gibt. So, Eicheln. Genügend Zeit und Liebe wird sich zum großen Baum. Okay, dann kann man ganz viele Bäume pflanzen. Ah, okay. Gut, gut, gut. Das ist natürlich gleich und zahlt fast die Luft. Hm. Wir können ja nichts wegschmeißen. Sonst würde ich das hier wegschmeißen, weil ich brauche ich dann eigentlich, habe ich genug davon. Wasser kann man so holen. Ein Weinfass. Und platzieren wir natürlich eben. So, Gänseblümchen. Diese Blume strahlt Zufriedenheit aus. Ja, schön für sie. Gut, hier haben wir nochmal. Das ist nochmal ein Vögelchen. Hallo! Hm. Machen die gleich ab. Zack. Ein Bärenstuhl. Haben wir doch schon. Okay. So, wann hatte ich schon mal? Hallo Vögelchen. Schneller ein bisschen. Ah, da war ein ziemlich dicker Vogel. Ja, ein bisschen langsam. Ziemlich voll gefressen mit den ganzen Blumensamen. Sonnenblumenkerne. Wie groß ist das hier? Und jetzt hier alles durch. Nochmal eine Truhe. Boah, das ist ja riesig. Was haben wir jetzt schon wieder? Bärenbett. Okay. Das sieht ja knuffig aus für den Herbst so. Rosensamen. Dann brauche ich eigentlich nicht. Habe ich auch noch in meinen Truhen. Kann man sich ja immer noch mal holen. Eicheln, ja. Wir können jetzt viele, viele Bäume pflanzen. Da ist noch mal eine Truhe. Oh, wie groß ist das Gebiet hier? Ich hätte mal gerne eine Minimap oder sowas. Husch, husch, Vögel. Hopp, hopp. Danke für die Sonnenblumenkerne. Und hier haben wir noch mal
Was, was? Kirschblüten, Kirschblüten und noch andere Blüten. Kamillenblüten! Ah! Sehr gut. Sehr gut, die brauche ich, die brauche ich, die brauche ich, die brauche ich. So, ja, die anderen Blüten. Vielleicht können wir uns die nächste Mal holen, falls wir irgendwann mal hier zurückkommen. Ihr habt mein Inventar voll. Ich, was soll ich machen? Was soll ich machen? Boah, ey. Diese Vögel, die kacken alle diese Sonnenblumenkerne aus. Das gibt's ja echt nicht hier. Oh, jetzt regnet es auch noch. Bäh! Was denn jetzt? Komm ich ja irgendwann auch mal wieder weg hier? Wo ist denn mein... Ich blicke nicht mehr durch, wo wir hingelaufen sind eigentlich. Das ist ja echt riesig, dieses Gebiet hier. Aber wo ist mein Startpunkt eigentlich? Hier waren wir schon mal, hier ist ein Fass. Ja. Keine Ahnung. Wenn das hier eine Insel ist, muss ja irgendwie einen Rundweg geben, dass wir drum laufen können. Und was passiert, wenn ich jetzt hier ohnmächtig werde? Lande ich dann zu Hause in meinem Bett oder was? Noch nicht ausprobiert. Die Bäume hier kommen ja alle nicht fällen, ne? Nee. Mann. Oh Mann, okay. Gut, dann laufen wir hier noch ein bisschen rum. Lalala, keine Ahnung. Ich glaube, ich kürze mal ein bisschen ab, bis ich dann endlich an diesem Ort bin, wo ich mich wieder wegteleportieren kann. Oh, was haben wir denn hier noch? Münzen! Danke! Das sind wir nicht mehr, die kann ich nehmen? Wollt ihr mich verarschen, nur wenn mein Inventar voll ist? Also, wer hat das denn programmiert, Freunde? Alter! Nee, also. Also, manchen Sachen. Da muss man sich echt fragen, was sie sich da gedacht haben. Münzen. Naja, gut. Immerhin. So, weiter geht's. Hier haben wir auch schon. Ich weiß nicht hier. Das ist fast wieder. Boah, komme ich hier wieder weg? Wo sind hier schlafende Vögel? Da! Da ist die Plattform. Mein Gott, ist eine Rennerei. Oh. So, weg hier. Komm ab nach Hause, wir sind müde. Also, wir können uns auch dahin beamen. Mhm. Ja, machen wir unser Zuhause mal, oder? Oh, ja. Da sind wir im Keller. Ich sehe nichts hier. Oh. Es ist ein bisschen dunkel hier. Gott, ey, ich sehe ja nichts. Komm, wir gehen doch mal pennen. Wow. So, die immer noch Glatze, okay. Das ist aber wieder. Das ist ja. Wir brauchen mehr Lampen. Wir brauchen mehr Lampen.
Wir können ja so verlustige Lampen jetzt machen hier. Was brauchen wir denn für ein Bärenbett? Ahornsirup, klar, hätte ich mir auch denken können. Warum? Also. Ich wüsste jetzt, wie man endlich immer ein Pilzpulver macht. Was ist das denn? Eichelstehlampe, Baum, Ahorn, Samara, was immer das ist. Feuerlilien? Kenne ich auch nicht. Seil. Eicheln haben wir. Ach, keine Ahnung, was. Samara. Achso, das ist Ahornsaat. Diese Dinge, die da runterfliegen, mit diesen Propellern dran. Da habe ich das Kind immer mitgespielt. Feuerlilien. Feuerlilien habe ich keine Ahnung. Habe ich nie gesehen. Ein Butterkeks. Kissen? Das ist ein Kissen? Okay. Okay, so eine komplette Eiskristallausstattung haben wir hier. Eiskristalle haben wir allerdings noch nie gesehen. Vielleicht kommen die im Winter erst. Kiefernpechleim. Dann diese lustigen Regale. Ja. Dann haben wir hier nochmal einen Lattenzaun. Ich hätte noch einen anderen Zaun, oder? Taucherzaun. Wenn der so heißt. Ist ja mit so einem gewählten Regal. Sieht das aus, wenn das hier so platziert? Irgendeinen Sinn? Vielleicht hier so ein Bett. Kann man da draufstellen? Hm, vielleicht. Wenn wir was zum Draufstellen hätten, ginge das wahrscheinlich. So, mein Gott, draußen ist wahrscheinlich Weltuntergang. Wie es aussieht. Boah, ich habe jetzt so viel Zeug hier. Kann ich wohin damit? Die ganzen Steine. So, Mist. Ich muss die mal irgendwie verbrauchen. Komm, wir machen uns nochmal so ein paar Gehwegplatten. Brauchen wir eh mal. So, weg ist es. Weg ist es. So. Kochzutaten haben wir auch. Passt da noch rein. Da können wir zumindest den Knoblauch noch reinschießen. So. Im Rest Zimt haben wir jetzt. Alle möglichen ulkigen Sachen. Löwenzahn. Jetzt fehlt mir eigentlich noch Löwenzahn. Zwei Blüten, dann haben wir alles. Und ich muss noch ein bisschen Krempel verkaufen. Tauherz kann ich eigentlich nicht verwenden. Weil Jahreszeit nicht passt. Okay. Gut, dann. Achso, jetzt kommt der Regen erst. Der Tag, als der Regen kam. So, mal gucken. Können wir hier so eine Eichel pflanzen? Wie geht das? Nee. Kann ich nicht. Ah, okay. Die sind gar nicht zum Pflanzen, oder was? Was steht hier doch? Hm. Okay. Das kann man nicht pflanzen, ne? Das ist falsche Jahreszeit. Ja, dann ist das rot. Gut. Haben wir hier noch Platz drin? Nee. Ich habe keinen Platz mehr für irgendwas. Ich muss halt Lavendel da drin glauben. Ja, komm, dann ballern hier noch Lavendel drauf. So, zack, aus die Maus. So. Grünschnitt, ja, das können wir nochmal gebrauchen. Dann können wir nochmal ein weiteres Schneckenhaus bauen. Und hier die Dinger können wir noch die Platten legen. Da haben wir ja schon auch bis hinten hin was gemacht. Ja. Nicht so gleichförmig aussieht. Ja. So, ja, da geht's auch noch hin. So. Haben wir das hier? Ja, ist ein Wetter. So, Schneckis, aus dem Weg! Müssen wir auch mal uns den Weg betonieren hier. So, einmal ums Haus rum. Zum Hintereingang. So. Zack. Von hier aus.
So, bis dahin. So. So machen wir das. So machen wir das. So. Gucken wir mal, ob das sich hier so trifft. Zack. Boing. Zong. So, dann können wir hier so einmal rumlaufen. Dann machen wir dann noch einmal hier so rum. Bis die Dinger fort sind hier alle. Zack. Zack. Dann können wir auch nicht versuchen, hier noch da weiter Pflanzen zu sehen, hier in die Richtung. So, dann haben wir das. Kann man auch besser laufen, nur Schlamm, ne? Schattenschnee. Ja, was man damit macht. So, was haben wir hier? Besser bauen wir heute nicht. Die Rosen. Ah, die Trauben sind schon wieder gewachsen. Oh. Wir haben nochmal Weintrauben bekommen. Okay. Gut, dann haben wir hier mal einiges hier. Guck ich hier. Bei dem Wetter sehen die Kaninchen immer grau aus. Vielleicht ist das Fell auch einfach nass. Das kann natürlich auch sein. So, dann müssen wir jetzt nochmal gucken, dass wir irgendwo Löwenzahn herkriegen, damit es mit der Mission mal weitergeht. Und dann, ja, müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir dann endlich auf den mit dem Besen hier weiterkommen. Erst dann können wir wahrscheinlich auch die Mission weitermachen. Aber gut, muss ja nicht alles immer sofort fertig sein. Und dann gucken wir mal hier bei der Garden Lost Witch Life hier, wie es hier weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Gibt es eigentlich keinen Regenschirm?